Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Auftrag bekommen, wo unser Sündfreund und... Ja, ich frage mich, warum er ein Sünd ist, warum er ausgetauscht worden ist vom Institut. Weil das wurde er definitiv und dem scheinen die hier alle auf die Schliche gekommen zu sein. Was dazu führt, dass sie diesen Sünd umbringen wollen. Wir sollen nun aber... ich glaube, das mache ich am besten per Schnellreise, sonst kommen wir ja nie da an. Nach Good Neighbor reisen. Good Neighbor. Und dort mit einem Typen reden, der dafür verantwortlich ist, dass er diesen... Ja... diesen Auftragsmord durchführen will auf diesen Sünd. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das verhindern können. Irgendwie. Ja. Gehen wir mal nach Good Neighbor. Da können wir vielleicht auch noch den ein oder anderen Handel treiben mal wieder. Wäre vielleicht mal ganz angebracht wieder. So. Good Neighbor. Hallihallo. Da wäre ich. Dann spreche ich erstmal mit den Händlern hier. Ich habe für jede Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, kaltblütiger Mord, heißblütiger Mord. Was zum Geier ist denn ein heißblütiger Mord? Dann lass mal sehen, was du so hast. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Kein bisschen verrückter Typ. Oder der Roboter, was auch immer. Also, ich würde dem nicht unbedingt vertrauen. Aber gut, als Händler, naja. So, wir hätten hier Kyrogranaten. Eine Kyromine, die kannst du schon mal haben, die brauche ich nicht. Le Fusil Terrible, das ist unsere Waffe, ja, Plasmapistole, haben wir da nicht schon eine von? Moment mal eben, ich meine, wir hätten eine. Plasma, da, dachte ich es mir doch, und die ist vom Schaden höher wie die, und damit können wir die Plasmapistole verkaufen, bringt uns auch wieder Kohle ein. Zick, dann haben wir Plasmagranaten und eine Sündtransmittergranate, yeah. Wie viel Kohle bringt denn die überhaupt? 27 pro Granate, na dann. Eine Splitte-Granate. Den, ein Plasma-Kyro. Ja, der Rest ist okay. Was haben wir denn noch? Todeskrallen-Handschuh. Brauchen wir die? Schaden 74. Ist die Nahkampfwaffe, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Wie viel macht unser Kremszahn? Alter, das ist ja mal... Alter... Ja, würde ich sagen, gehen wir die auf Nahkampf, oder? Weil die ist genauso schnell, macht deutlich weniger Schaden, hat zwar Blutenschaden, aber... Würde ich sagen, können wir Kremszahn mal verkaufen, so. Können wir den nämlich mal anlegen, den Todeskrallen-Handschuh als Nahkampfwaffe. Dann haben wir noch den Kammerjägers Flammenwerfer. Brauchen wir den, ehrlich gesagt? Bisher habe ich mit Flammenwerfer nicht viel hantiert, einfach weil es nicht viel gebracht hat, ne? Ah, komm, weg damit. Dann haben wir hier das Plasma-Gewehr. Schon wieder ein Plasma-Dingen. Können wir auch verkaufen. Weg damit. Ja, alles weg, was irgendwie geht. Müssen nur gucken, dass wir gleich was von ihm kaufen. So, der Rest ist in Ordnung. Die Rüstung gehen wir gleich auf der anderen Seite durch. Jetzt erstmal schauen, was hat er denn zu verkaufen? Waffen. Die sind eigentlich relativ uninteressant, würde ich mal sagen. Was ist denn ein Party-Starter? Das ist ein Raketenwerfer, oder? Ja, Raketen. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Menschen. Da habe ich den dreiläufigen, ne? Naja, braucht man nicht unbedingt. Ja, dann hätte ich hier 1000 Waffen hier unten. Aber die sind jetzt nicht so wichtig. Kleidung. Ja, auch nicht wirklich dolles. Vernichter, Beinschiene rechts und Brustteil. Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn 20 Minuten zurück und angreifen, bla bla bla. Also nichts Besonderes. Power-Rüstungsgestell. Wäre ganz cool, aber es ist schon arschteuer. Schrott brauchen wir aber schon mal nicht. Aber Munition, da können wir mal drüber nachdenken. Hier, was haben wir denn? Wir haben 308er Patronen. Das wäre jetzt ganz cool zu wissen. Moment mal eben, wie viel wir denn davon haben. Meine Munition, so. 308er mal 425. Was haben wir denn hier? Brennstoff. Fusionskerne.
Fusionszellen. Die nehmen wir mal alle mit. So. Gleisbolzen haben wir hier noch. Wie teuer sind die? Wenn wir davon auch noch ein paar mitnehmen. So, Raketen. Und Plasmakartuschen. Ja, komm, wir können ein bisschen Kohle ausgeben. Nehmen einfach mal 30 mit. So. Wobei, wir haben ja auch noch... Ich nehme einfach mal alle. Und, dann verkaufe ich noch die Rüstung, Kleidung. Was haben wir denn? Tessas Faust. Ja, ist natürlich was für ein Ding sind. Aber komm, verkaufen wir auch. Ist Uchanka. Das werden wir aber bestimmt nicht brauchen. Können wir auch wegpacken. Voltec Sicherheitsdiensthelm. Können auch weg. Die beiden Sachen können ebenfalls weg. Und dann haben wir noch was Lackiertes. So, ich würde sagen, passt. Handel bestätigen. So. Und schon haben wir wieder mal ein paar Schüsschen auf der Kaliber und können weitermachen. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt hin. Wie viel Platz haben wir jetzt eigentlich im Inventar? Hoppala, falsch Taste. Im Inventar. Ah ja, genügend. So, hier müssen wir nicht rein. Gehen wir einfach mal hinten rum. Ach, hier müssen wir rein. Okay. Dass du den Freedom Trail lang marschiert bist. Was? Bist du so ein... wie nennt man das noch? Geschichtsfreak? Ich bin... Ich versuche sauber zu bleiben. Also bring mich nicht dazu, was zu tun, dass ich hinterher bereue. Bleib sauber, mein Freund. Ja, hier sollen wir rein. In diese wunderbare... Ja, was war es gleich nochmal? Kneipe. Und dort sollen wir noch mit jemandem reden. Die Treppe runter. Geh den anderen Gästen nicht auf die Nerven. Was passiert eigentlich, wenn ich den jetzt erschieße? Naja, ist ja auch egal. Tü-tü-tü. Ich hab nichts gemacht. So, und da vorne ist der, ja, mit dem wir reden sollen. Ich weiß nicht, was du willst, aber ich hab dass du Eier in der Hose hast. Brauchst du ein Dach über dem Kopf? Dann versuch's mal. Quatsch mich doch mal alle gleichzeitig an, Leute! Ich möchte wissen, was ihr plant. Du und Bill Sutton. Ja? Warum ist das so wichtig? Beantworte meine Frage. Warum hat Bill dich hergeschickt? Ich hab dich schon beim ersten Mal verstanden. Ich verstehe nur nicht, was dich das überhaupt angeht. Außer Roger hat dich damit reingezogen. Aber ich sag dir was. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn ich hier was gelernt habe, dann das. Informationen haben ihren Preis. Wie alles andere auch. Ich bin weder Bill Sutton noch Roger Warwick treu ergeben. Mach mir ein Angebot, dann sehen wir weiter. 500 Kronkorken, bitte. Was? Kein Mitgefühl. Ich weiß, die Situation ist schwierig. Aber hier stehen Menschenleben auf dem Spiel. Bitte hilf mir. Du weißt, welche Entscheidung hier die richtige ist. Bill ist nicht der Einzige, der Angst hat. Die Leute im ganzen Commonwealth reden über dieses Institut. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht lassen wir uns von der Angst leiten. Dieser ganze Trip war eine verdammt blöde Idee. Bill gibt mir eine Handvoll Kronkorken und sagt, geh nach Good Neighbor. Dort gibt's zwielichtige Gestalten. Such dort nach einem Söldner. Ich soll einen Auftragsmörder finden. Als ob ich wüsste, wie das geht. Ich soll ihn anheuern, damit er Roger umlegt. Zuerst war ich bereit dazu. Aber jetzt kann Bill Sutton mich mal. Ich werde einfach eine Weile hierbleiben. Natürlich wird er sich inzwischen denken, dass ich nicht zurückkomme. Vielleicht nimmt er es auch selbst in die Hand. Er hat große Angst und ist darum zu allem fähig. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur ein gut gemeinter Rat. Ja, hab ich doch. Hier, da, guck. Da, da, Waffe in der Hand. Guck, da. Was zum Entspannen? Fred Allen. Hotel Rexford. Er hat genau das Richtige. Warst du schon mal im Kill or Be Killed? Haben da echt nette Waffen. Ich hab diesem Bill Sutton nie vertraut. Der hat irgendwie eine Schraube. Blue, darf ich kommen? Was? Ich muss was erledigen. Okay, wir haben jetzt hier alle möglichen Gespräche an die Backe gedrückt bekommen und haben alles geklärt und sollen jetzt, das habe ich jetzt gerade überlesen, apropos, wo wir gerade hier sind, hätte ich es doch beinahe vergessen. Todeskrallenhandschuh, da ist er. Der kommt hier unten hin. So.
Reaper Wright, Public Occurrences. Findest du, dass sich die Dinge im Commonwealth verbessern? Warum zum Teufel sollte es jetzt besser werden? Aha. Also, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wow, was ein Interview. Du hast es voll drauf, Piper. Okay, warum ich jetzt überhaupt hier drin war? Daten, wo haben wir sie denn da? Stell Bill Sutton Zurede. Also, erstmal wieder hier raus. Hallo, mein Freund. Ham Ham, wo ist der Burger? So, dann mal wieder auf die Schnellreise gehen, weil das ist das Hin- und Her-Gewatschel, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Good Warwick. So, soll jetzt mit Bill Sutton reden. Kann jetzt eigentlich nicht so lange dauern, wir waren ja gerade da. Billy Boy. Mal sehen, was der Gute zu sagen hat. Ansonsten habe ich ja hier einen tollen Todeskrallenhandschuh. So, Billy Boy, wo bist du, mein Freund? Da drin? So oder so wirst du zugeben, wer oder was du wirklich bist. Wenn du es tust, werden alle wissen, dass der echte Roger Warwick tot ist. Aber er ist doch hier, Bill. Bill, du bist verrückt. Bitte, ich flehe dich an, lass uns darüber reden. Du gehörst auch dazu. Du hast den echten Roger umgebracht, damit das Ding seinen Platz einnehmen konnte. Das ist doch kein Grund für Gewalt. Wir sollten alles in Ruhe besprechen. Du willst nur Zeit schinden. Du wirst mich doch nur kleinreden. Und wenn ich nicht damit rechne, machst du mich kalt. Wer bist du überhaupt? Ich sag dir, wer du bist. Du bist einer von ihnen. Du tauchst aus dem Nichts auf, hast ein heimliches Gespräch mit Roger und machst dich sofort auf die Suche nach Cedric. Das stimmt. Das ist jetzt klar. Ich weiß, dass du was im Schilde führst und ich vertraue dir kein bisschen. Möchtest du diesen Kindern wirklich den Vater nehmen? Ihren richtigen Vater gibt es nicht mehr. Und ich glaube, dass ihr eure Hände im Spiel hattet. Und was willst du tun? Bist du etwa bereit, für einen Sünd eine Kugel zu schlucken? Und du? Willst du dein Leben riskieren, um eine irre Theorie zu beweisen? Das wirst du ja gleich sehen. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Gott sei Dank. Was ein Bekloppter. So, ein Abschiedsbrief. Ein paar Kronkorken. Ah, was hast du denn alles dabei? Ja, nehmen wir die auch mal mit. Und den Rest kann er behalten. Wenn du Interesse hast, wir hätten da ein paar Sachen im Angebot. Das war aber bei Gott nicht immer so. Okay. Redest ich möchte ein mir? Paar Sachen tauschen. Na klar. Ah, okay. Das sind jetzt alles, die mein gehören Vater jetzt zu mir. In letzter Zeit echt nett. Früher war das mal anders. Ja, sei doch froh, dass er nett ist. Bill war früher ein Problem. Guter Mann. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Alles klar? Ja, eigentlich schon. Ich war mir schon sicher, dass ich draufgehe. Du warst unvorsichtig. Und das hätte dich fast das Leben gekostet. Ich weiß. Ich hatte gehofft, wir könnten Bill überzeugen, dass er sich geirrt hat. Ich hab nicht erkannt, wie verzweifelt er war. Du kannst unseren Freunden berichten, dass ich diese Samen einpflanze und bald einen Bericht liefern werde. Passt bis dahin da draußen auf dich auf. Yippie-heidi-ho, das wäre geschafft. Oh. Jetzt können wir den ganzen Scheiß ja hier sogar mitnehmen. Weil das gehört ja jetzt zu uns. Tralala, das ist ja wunderbar. Haben wir noch mehr davon? Baseball-Handschuh. Also in den Betten kann ich schon mal nicht schlafen, weil die gehören nicht mir, warum auch immer. Auch nicht in dem Bett. Und hier kann man sich nur verstecken. Na toll. Ja, nicht sonderlich hilfreich. Nun gut, also das wäre soweit geklärt hier, so wie es aussieht.
Und die können jetzt ganz normal mit der Farm weitermachen. Hervorragend. So, wie sieht's denn jetzt aus? Daten. Nee, nicht Daten. Darüber. Aneignung. Bring die Blaupausen zu Evan Watson. Und für eine bessere Ernte. Ich glaube, das ist beides jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, im Institut. Dann reisen wir einfach mal zurück ins Institut und dann geht es so langsam mit der Hauptquest mal wieder weiter für uns. Nachdem wir jetzt ja in den letzten Folgen doch reichlich Nebenaufträge und ja, halt andere Sachen erledigt haben. Hey, was ist denn das? Ein Gatling-Laser? Alter, wie geil ist das Teil denn? Das will ich haben. So, und da wären wir wieder im Institut. Zu Hause, mehr oder weniger. So, jetzt bringen wir erstmal die Sachen weg. Erstmal hier zum Bionicle. Was mich ja wundert, dass Piper noch nichts dazu gesagt hat, dass wir so auf dem Institut sind. Weil ich meine, sie hat ja eigentlich immer gegen das Institut gefeuert, wenn man sich so recht dran erinnert. Tut mir leid, aber ich bin zu beschäftigt für Plaudereien. Entschuldigung, ich hab dir nur was gebracht. Ich hab die Samen abgeliefert. Gut, gut. Dann ist wohl alles glatt gelaufen. Glatt würde ich's nicht gerade nennen, aber es hat alles geklappt. Das muss reichen, denke ich. Bitte. Hier ist ein Geschenk, das dir bei deinen zukünftigen Missionen hilft. Von der Abteilung für Biowissenschaft. Das ist alles. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wow. Was? 20 Stimpaks? Alter. So, jetzt wollte ich mal hier... Liam versucht mir Robotik beizubringen. Es ist komplizierter, als ich gedacht hatte. Entschuldigung. Hallo? Es ist schwer, sich abzuheben, wenn man von Genies umgeben ist. Dr. Watson glaubt nicht, dass ich für das Institut geeignet bin. Dem werde ich's zeigen. Ja, das hoffe ich mal. So kann ich dir irgendwie... Fehlt die Geduld zur Beobachtung und Dokumentation von Pflanzenwachstum. Ja, schön für Isaac. Widerstehe bitte dem Drang, die Exemplare im hydroponischen Garten zu essen. Habe ich nicht vor. Wo ist denn hier der andere Typ überhaupt? Klingt, als wäre die Raider in Libertalia. Ja, Dr. Holdren. Ich könnte noch mehr Gewebeproben brauchen, falls du Zeit hast, sie zu besorgen. Ich besorge dir eine. Ausgezeichnet. Dank dir mache ich große Fortschritte. Also gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt die Standard-Nebenaufträge, die man hier so bekommt. Ja, nun gut. Ja, das ist das Problem von Fallout 4, meiner Meinung nach. Die ganzen Nebenaufträge, die sind alle irgendwie ähnlich, ändern sich kaum und sind dann im Endeffekt immer dasselbe. Gut, dass du den abtrünnigen Synthesizer. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das zerstört ein wenig so, ja, die Lust darauf, die Nebenaufträge zu machen. So, hallöle, ich habe hier Blaupausen für... Ah, hier, den. Diese Jungs von der stählernen Bruderschaft sind ziemlich hart. Pass da draußen auf dich auf. Ich ja, habe ein paar Baupläne der Bruderschaft für dich. Fantastisch. Ich kann es nicht erwarten, sie mir anzusehen. Du hast sicher einiges riskiert, um sie mir zu bringen. Ich habe hoffentlich nicht zu viel verlangt. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, lebend daraus zu kommen. Nun, ich weiß deinen Einsatz zu schätzen. Ich bin sicher, die Pläne werden uns sehr helfen. Wenn du noch mehr von diesen Bauplänen findest, lass es mich wissen. Inzwischen werde ich mal sehen, was sie mir verraten. Toll, nicht eine Belohnung. Aber nun gut, da bin ich jetzt auch nicht gerade... wollte ich jetzt einfach mal versuchen, ohne zur Belohnung also ohne, dass ich die Belohnung mir schnappe Evan, falls oder einfordere. Falls es noch niemand erwähnt hat, von 22 bis 6 Uhr ist Ruhezeit. Sicherheit geht vor. Denk dran. Sehr hilfreich. Wenn du mich fragst, kratzen wir mit den neuesten Synths nur an der Oberfläche. Rosalind. Schlaf ist Zeitverschwendung. Ich würde lieber effizientere Plasma... Ja gut, den Spruch kennen wir, glaube ich, schon. Entschuldigung, Dr. Lee. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Bring mir die Da ist ein Sean.
Nun gut, also das hätten wir soweit geklärt. Wir haben jetzt einen Auftrag noch nebenher, aber ich würde sagen, da wir das soweit geschafft haben, ich werde jetzt noch mal, jetzt muss ich überlegen, ob ich noch woanders einen Auftrag herkriege. Hier ist, sind die Biowissenschaften, da haben wir ja einen Auftrag raus. Gehen wir mal zu den Robotics, mal sehen, ob es da irgendwo noch einen Auftrag gibt. Ja, ich muss schon sagen, also ich hätte mir doch ehrlich gesagt mehr vorgestellt, was es hier an... Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Synth in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Ja, so bin ich. Immer hilfsbereit, die immer... Die sind nicht Doc, nur Vaters, ein weiteres unserer Plündererteams wurde von Wesenhulen angegriffen. Diese verdammten Viecher sind nicht klein zu kriegen. Ich frage nicht gern, aber ich kann mich an niemanden sonst wenden. Kannst du dich um diese Ghule kümmern? Na, ich werde sie beseitigen. Ich danke dir, auch im Namen der Sins. Von wilden Ghulen in Stücke gerissen zu werden, gefällt ihnen auch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du dich um die wilden Ghule gekümmert hast. Dann schicke ich die Sins wieder los. Ja, und da haben wir es wieder. Wieder einmal eliminiere wilde Ghule, genauso wie beim letzten Mal. Also es ist... Ja, es tut mir leid, aber das ist echt so ein Ding, dass das... soweit ich das weiß, ist es bei den anderen Fraktionen genauso. Wenn ich da zum Beispiel an die Minutemen denke, ja, da die und das und jenes, die haben Probleme, geht da mal hin. Oder die haben Probleme und geht da mal hin. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. In gewisser Weise ist es ja ganz nett und schön und... Neu definiert. Eingängig, ja, ist ja schön. Ist ja gut. Ist ja alles schön und gut, aber jetzt mal ernsthaft. Pass gut auf dich auf. Dann wirst du mich nicht allzu oft besuchen müssen. Find ich ein wenig einfallslos. Wenn du dich eingelebt hast, möchte ich dich untersuchen und eine Akte anlegen. Aber kein Grund zur Eile. Nach dem, was ich erlebt habe, wäre das wohl eine gute Idee. Denke ich auch. Wer weiß, mit was du da oben in Kontakt gekommen bist. Nimm dir doch erstmal Zeit, um dich einzugewöhnen und alles kennenzulernen. Bis dahin kannst du gerne vorbeikommen, wenn du verarztet werden musst. Wir machen die Untersuchung, wenn du bereit dazu bist. Pass auf dich auf, dann habe ich weniger zu tun. Volkert, kannst du dich um meine Verletzungen kümmern? Also, mal sehen. Ist nicht allzu schlimm. Also, halt bitte still. Ja, dann heil mich mal. Mit deiner Allerheil-Wunderspritze. Geschafft. Wir haben medizinische Vorräte im Materiallager. Du solltest dir welche holen. Ja, ja, ist ja gut, habe ich ja eh. Was haben wir denn hier? Also, das sind alles irgendwelche Zumpels. Da gehe ich nochmal eben kurz hier vorne. Das scheint der Pausenraum zu sein. So ist es. Und hier kommt man nicht sonderlich viel weiter. Hier vorne, das sieht nach... Tja. Irgendwas aus, keine Ahnung. Und hier haben wir den Essensbereich. Hallo, wo wir ja schon mal waren. Hallo, Sinti. Tja, was soll ich sagen? Würde ich sagen, bewegen wir uns mal in Richtung unseres nächsten Auftrages. Und der wäre dann... die Schlacht von Bunker Hill. Erreiche Bunker Hill. Wo müssen wir denn da hin? Da wir das Institut machen und für das Institut entschieden haben, werden wir natürlich auch die Quest machen. Wo ist denn hier Bunker Hill? Ah, da ist Bunker Hill. Okay, wir müssen also dort oben hin. Hier ist das Haus der Cabots. Und das Monsignor Plaza. Ich würde sagen, von dort aus gehen wir nach Bunker Hill. Und, ja. Schaue ich mal da kurz in der Umgebung um. Wenn er dann mal fertig geladen hat. Ja, ich muss schon sagen, jetzt ist so langsam aber sicher mal wieder die Hauptquest angebracht auf alle Fälle, weil irgendwie möchte ich dann doch mal wissen, wie das Ganze weitergeht. Vor allem jetzt an dieser Stelle, weil in gewisser Weise
entscheiden wir uns ja jetzt gerade in diesem Augenblick für eine Fraktion. Aua, 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 was zum, aua! Du, verfickter Raider! Friss das! Alter, wo kam der denn her? Okay, den da hinten. Den muss ich mal eben so ausschalten. So, Ruhe hier. Meine Güte, wo kam der denn jetzt her? Ein fliehendes Lasergewehr. Hm, cool. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Sehe ich genauso. Kommst du hier an und bist direkt mitten in der Scheiße. Ah, da oben den Alarm mal eben. Super. Hab ich ja toll hin. Au! Was zum? Ich seh dich. Ja. Hoppala. Mein Gott, was macht der für eine Scheiße? Der bewegt sich gerade weg. Ja, wunderbar. Ja, das habe ich. Hallo? Da ist er. Sieht nicht freundlich aus. Wo muss der hin? Jetzt geht doch mal um den Sack. Jetzt höre ich ja auch noch irgendwo Supermutanten. Ey, hier ist ja mal richtig Action. Ja, wir wollen hier einfach nur so mal eben kurz rein und schauen und wie es weitergeht und. Ach, leck mich doch alle. Ja, hier ist jemand, aber. Hoppala. Nun gut, würde ich sagen, gehen wir mal hier raus, wenn es denn irgendwie rausgeht. Hier geht's ja ins Plaza. Da will ich aber gerade nicht rein. So, jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich überhaupt hin? Da, in diese Richtung. Okay, da sind Supermutanten, dann gehe ich mal hier entlang. So, langsam. Scheiße, da geht's ja ins Wasser. Ich dachte, da kann man rüberlaufen. Da in diese Richtung muss ich. Na, Mr. Crab. Alter, schon wieder eine legendäre. Willst du mich jetzt verarschen? Wie gibt's denn von diesen Drecksviechern? Ich bin in Ruhe. Ich nehme das da einfach. Ich muss hier einfach mal. Ich nehme gleich einen Stimpack und dann ist gut. Oh. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Ja, ich bin ja begeistert. So, mal kurz in den Stimpack reinpfeifen. Bewege ich mich nochmal ein bisschen weiter Richtung Bonker Hill. Und ich würde sagen, da es jetzt sogar nur noch 50 Meter sind, mache ich an dieser Stelle ein Folgenpäuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es um die Schlacht um Bonker Hill weiter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.